Unser Kernleitwort lautet für Glaube, Sitte, Heimat. Aus der Kirche heraus, aus dem Glauben heraus. Bruderschaft leben. Die Traditionen fortführen. Und das Heimatgefühl der Jetztzeit aufgreifen. Noch wichtiger ist mir persönlich, das Brudersein ist mehr. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist einfach toll. Ja. Bruderschaft, das ist Freundschaft. Ich liebe das einfach, damit zu machen. Wie eine große Familie. Ja, Frauenpower. Füreinander einstehen, Gutes tun. Im Kitt der Gesellschaft. Es ist einfach schön. Stolz, Freude und Brauchtum. Und sich selber nicht vergessen. Deswegen auch mal ein Bierchen trinken oder zwei. Hilfe in Not, Freude in Gemeinschaft. Das macht Bruderschaft aus. Und das ist auch die Einladung an alle, die mit uns feiern wollen. Und ich liebe das einfach, damit zu machen, anderen zu zeigen, wie toll das sein kann. Bei den Schützen fühlen wir Mädels uns sehr wohl und freuen uns, dass wir auch beim Stadtschützenfest mitmachen können. Und es ist einfach schön. Ja, Frauenpower. Und da haben wir uns halt als Frauen wirklich mal zusammengetan und gesagt, so jetzt. Und mal zeigen, dass wir genauso das Schützenwesen leben können, wie die Männer das eben auch machen. Ich und meine Geschwister, wir sind auch sehr schützenverrückt. Ja! Es leuchten in den Kinderaugen, wenn die Schützen aufmarschieren, die Musik startet und die Kinder ein Teil des großen Umzugs werden. Das ist das Schönste. Majestät, ich melde St. Josef Bruderschaft wie befohlen angetreten und zur Abnahme bereit. Man sieht mir das nicht an, aber ich bin schon die ältere Generation. Ja, es war mal die Familie und ein kleiner Freundeskreis. Am Anfang waren wir, glaube ich, so 11 Leute. Jetzt sind wir immer mindestens 30 Leute. Also wir sind im Grunde hier schon zwei Generationen. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist einfach toll. Ja. Ich wohne in Frankfurt und es ist einfach nur schön, dass man halt ja, wiederkommt, die Freunde trifft. Unges Pfingste ist ein Gefühl. Unges Pfingste. Das Fest der Feste für die Kochschenbrucher. Unges Pfingste ist wunderbar. Das Faszinierende, es ist eine lebendige Tradition, das heißt nichts Erstarrtes aus der Vergangenheit, sondern hier feiern über die Schützenfesttage alle aus dem Ort mit. Das mit den Umzügen macht Spaß, aber das gemeinschaftliche Feiern steht im Vordergrund. Brauchtum ist etwas, was Menschen zusammenbringt. Menschen ganz unterschiedlicher Schichten, ganz unterschiedlicher Herkünfte. Ja, ich komme aus Kamerun und ich bin der schwarze Koschenbrucher. Ich bin ein Mitbegründer der Augenhilfe Afrika, natürlich mit Hilfe von Koschenbrucher. Und es ist ein Verein, der gegründet ist, zu kämpfen gegen Blindheit in entwickelten Ländern, natürlich in Kamerun. Mein Name ist Franz Thoren, ich bin Vorsitzender der Augenhilfe Afrika. Und die wurde genau hier initiiert, in diesem Zelt, vor 6 Jahren mittlerweile, bei einem Pfingstfest 2013. Und seit der Zeit haben wir dann schon über 1000 Operationen gemacht in Kamerun. Und wir hoffen, dass noch 1000 dazukommen oder vielleicht noch viel mehr. Ja, die Schützen sind eine große Gemeinschaft, nicht nur in Mönchengladbach, sondern vor allem für Mönchengladbach. Sie tun eine Menge für die Menschen in dieser Stadt und das freut einen als Ruhrbürgermeister natürlich sehr. Für mich ist eigentlich der Glaube das Fundament für das Ganze.
Da hat es auch mit angefangen, vor Jahrhunderten, als die Menschen Not hatten. Und dann fanden sich die Leute zusammen innerhalb des Kirchendorfes und haben dann einander geholfen. Ursprung der Schützen, von Beschützen, einfach für den anderen da sein. Und sich selber nicht vergessen. Deswegen auch mal ein Bierchen trinken oder zwei. Durch die Aktivität in unserer Bruderschaft habe ich meine besten Freunde gefunden. Und die Gemeinschaft zu leben macht sehr viel Spaß. Und mit der Gemeinschaft Dinge auch in unserem Dorf zu bewegen. Für die Idee der Bruderschaften, nämlich gemeinsam auch durchaus karitativ unterwegs zu sein, aber auch gemeinsam zu feiern. Willkommen zum Silberputz. Man kann hier Heimat finden, man kann hier Freunde finden, man kann hier Bruderschaft leben. Erst stehen, dann trinken, dann gehen. Wegfrei für das Schützenfest in Mönchengladbach. Dazu passt, was sich beim Schützenfest jedes Jahr abspielt, der Vogelschuss. Einer wird König. Wer den Vogel abschießt, ist König für ein Jahr, aber Bruder für immer. Unser Dekaturm ist eine Schützenfeste, heißt Schützenfest wie feiern, aber auch Feste wie standfest zu den Traditionen, Überzeugungen stehen. Aber wir sind mehr als Tradition, wir geben Heimat. Wir möchten das grenzüberschreitende Lebensgefühl darstellen, das Brauchtum ausmacht. Und da geht es um Europa. Für uns ist Europa Heimat und Mönchengladbach oder Kochschumbruch ist unser Zuhause. Schützen, leben hier, sind aber vereint in einer europäischen Gemeinschaft in der Überzeugung, dass Frieden und Freiheit in kultureller Vielfalt gelebt werden muss und dass wir das auf europäischer Ebene am besten können. Der Friedlichkeit untereinander, der ist absolut super. Die Europaschützen, das ist wie eine große Familie. Unsere Einladung steht. Egal wo man herkommt, egal aus welchen Gründen der Niederrhein die neue Heimat sein soll, wir glauben, Bruderschaft ist eine Lebensgemeinschaft und Freunde sind immer herzlich willkommen.